Ich bin Luca Brandenburg, 26 Jahre alt, komme aus Osnabrück und mache gerne Sport, gerne was mit Akrobatik. Ich bin Nadine Grunewald, Redakteurin der Online-Redaktion. Also es ist heute das erste Mal, dass ich im Trampolinpark bin. Erfahrung mit Trampolinspringen habe ich sonst nur, was so die Trampoline angeht, die man so vom Trampolintouren kennt. So, der Park sieht echt nach einer Menge Spaß aus und ich glaube, der Ninja Warrior Parkour, der wird richtig cool, weil ich halt sowas noch nie gemacht habe. Das wird, glaube ich, aber richtig anstrengend. Ja, ich glaube, im Wettstreit gegen Luca habe ich dann aber keine Chance. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also einfach die verschiedenen Stationen, was man machen kann. Am besten fand ich das große Trampolin. Einfach, weil da kriegt man richtig Höhe. Und da kann man halt dann auch, ja, wenn man es halt irgendwie schafft, einen doppelten Salto machen oder vielleicht irgendwann noch mehr. Ja, wie erwartet, hatte er starke Vorteile. Das hat man vor allem in dem Ninja-Parcours hinterher gemerkt. Oder auch beim Trapez. Also ich hatte schon Schwierigkeiten, überhaupt mit den Händen dran zu machen. Aber es war schon ein harter Kampf. Vor allem, man denkt immer, das sieht so einfach aus, wenn man zuguckt. Das ist aber so anstrengend. Ja, ich würde auch auf jeden Fall gerne nochmal wiederkommen. Und wenn man vielleicht denkt, man geht nur für eine Stunde hier hin, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Wenn man die ganze Zeit durchspringt, dann ist das schon wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, ich würde hier auch direkt einen zweiten Wohnsitz anmelden. Ich bin hier richtig zufrieden. Sehr geschafft. Ja.